Neckarwestheim, sein Wein, seine Herbergen und seine beiden Atomreaktoren. Der erste wurde gerade abgeschaltet, der zweite könnte schneller als erwartet folgen. Schließlich will Deutschland die Energiewende einleiten. Gibt es ein Leben nach dem Atomausstieg? Das fragen sich viele in der baden-württembergischen Gemeinde. Es sind, denke ich, fürchte ich, mindestens 30% Einbußen der Übernachtungen. Und das ist schon eine ganze Menge. Wir leben hier nur vom Kraftwerk. Neckarwestheim hat 3.500 Einwohner. Das AKW beschäftigt 250 Menschen und trägt den Großteil des Gewerbesteueraufkommens. Damit hat der Ort auch Geld für eine neue Mehrzweckhalle. Hier mitten in einer von Deutschlands reichsten Regionen ist Arbeitslosigkeit fast ein Fremdwort. Durch den Atomausstieg werden die Steuereinnahmen sinken, aber das ist eingeplant. Der Verlust der Arbeitsplätze, das ist, denke ich, ein deutlich größeres Problem, natürlich vor allem für die betroffenen Familien. Im Moment gibt es eine Arbeitsplatzgarantie der EnBW für die Mitarbeiter. Das ist dann okay, denke ich, auch für die Mitarbeiter. Aber wenn der Ausstieg eben weitergeht, wird es auch irgendwann für die EnBW sicherlich schwierig, diese Arbeitsplatzgarantie zu halten. Es ist, denke ich, natürlich schwierig, wenn man den Arbeitsplatz verliert, aber die Chancen, einen neuen hier in der Region zu finden, sind sehr hoch. Auf den Straßen von Neckarwestheim sind Atomkraftgegner rar. Doch der Chef der hiesigen Bürgerinitiative gegen das AKW verspürt Rückenwind. Bei der Landtagswahl haben die Grünen in der CDU-Hochburg 13,9% bekommen, mehr als doppelt so viel wie zuvor. Es sind viele Leute neu nachdenklich geworden. Auch frühere Atomkraftbefürworter sind jetzt still. Und wir merken jetzt, dass wir viel Rückenwind bekommen haben. Viele Leute wollen jetzt auch, dass Neckarwestheim abgeschaltet wird. Neckarwestheim 1, einer der ältesten Reaktoren Deutschlands, wurde nach Fukushima abgeschaltet. Neckarwestheim 2 dürfte allerfrühestens 2020 vom Netz gehen. Bleiben noch ein paar Jahre Zeit für Spaziergänge im Schatten des Meilers.